Wahl-O-Mat oder echte Wahlentscheidungsfragen. Bald ist Bundestagswahl, vielleicht die letzte in Deutschland. Wenn uns danach die gewählten Politiker nahtlos in die Vereinigten Staaten von Europa überführen. Glauben Sie nicht? Alles schon über die Sender gegangen. Nicht richtig zugehört? Was also tun mit dieser Wahl? Wie die richtigen Politiker und die richtigen Parteien finden? Die Idee mit dem Wahl-O-Mat ist zwar nicht schlecht, die Fragen zur letzten Bundestagswahl waren meiner Meinung nach allerdings nicht wirklich sinnvoll zusammengestellt. Die wichtigsten Fragen fehlten. Also stellen wir diese doch direkt an die Interessenten für einen warmen Sessel im Reichstagsgebäude. Nachweisbar sitzen dort momentan viele Menschen, die nicht wissen, was sie tun. Sie stimmen über Gesetze ab, die sie nicht mal gelesen haben, die aber ganz enorme Bedeutung für unser Leben haben. Beweise dafür gibt es zuhauf. Oder haben die Volksvertreter die diversen Gesetze etwa gelesen? Nun, dann sind es gelinde gesagt Menschen, die nicht im Interesse der deutschen Bürger handeln. Entweder aus Dummheit oder Feigheit oder Korruption oder noch Schlimmeres ist der Grund. Die Mehrheit der Abgeordneten, und jetzt kommen Sie ins Spiel, ja Sie, denn Sie haben ja gewählt. Die Mehrheit der Abgeordneten hat uns in Kriege geführt und wird uns auch in einen dritten Weltkrieg führen, aus welchem Grund auch immer. Oder meinen Sie, die deutschen Raketen in der Türkei stehen da zum Bastelnachmittag für türkische Schulkinder? Die Mehrheit der Abgeordneten hat uns immer neue Rettungspakete verschafft. Für andere, die allerdings nicht helfen und es auch nicht können. Die Pakete müssen Sie übrigens noch bezahlen. Alles klar? Oder glauben Sie, das machen Frau Merkel, Herr Steinbrück oder Herr Trittin in trauter Einheit mit der Deutschen Bank für Sie? Hoho, das denken Sie bestimmt nicht. So dumm sind Sie nicht. Also schauen Sie schon mal auf Ihren Schuldenstand. 24.000 Euro je Familienmitglied waren es vor dem Beginn der Krise ja schon. Durch die Rettungspakete sind 13.000 weitere Euronien dazugekommen. Bisher. Nur damit Sie schon mal auf dem Sparbuch nachschauen. Sie sind der Bürger. Brrr. Bürger. 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 Klingt ziemlich ähnlich. Das muss einen Grund haben. Die Mehrheit der Abgeordneten hat eine kleine undemokratische Clique in Brüssel mit diktatorischen Rechten ausgestattet, die zur völligen Enteignung der Bürger führen kann und wahrscheinlich auch wird, wenn sie nichts dagegen tun. Nur einer kleinen Gruppe Aufrechter, übrigens aus verschiedenen Lagern, ist es zu verdanken, dass das Bundesverfassungsgericht noch eine kleine Bremse einbauen konnte, um die sich allerdings Politiker wenig scheren werden. Kannste kloben. Also wenn Sie schon wählen gehen, dann wählen Sie wenigstens eine Partei, die bisher noch nicht massiv gelogen hat. Hohoho, da wird's eng. Ich selbst bin mir auch nicht ganz sicher, ob das überhaupt Sinn macht. Meine Stimme abgeben in eine Urne. Das klingt nicht gut. Nicht wirklich gut. Oder? Ich behalte lieber meine Stimme und beerdigen werde ich sie auch nicht. Jedenfalls nicht selbst und schon gar nicht freiwillig. Wie kriegen Sie allerdings raus, welche Abgeordneten die richtigen sind? Das ist schwer bis fast unmöglich. Packen wir es an. Über die Liste der Parteien werden wahrscheinlich die bewährten Politikdarsteller und Politikdarstellerinnen einrücken. Da wird sich nichts ändern. Sorry, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Bleiben ehrliche Direktkandidaten, die sich tatsächlich ihrem Gewissen verantwortlich fühlen. Etwas Recherche zu den vergangenen Abstimmungsentscheidungen, siehe Seite des Bundestages, hilft. Sofern es aktuelle betrifft, die wieder kandidieren werden. Und ansonsten hilft nur festnageln. Knallharte, klare Fragen stellen. Und vom Bewerber eine absolut klare Antwort fordern und ihr oder ihm deutlich machen,
dass sie kommen und seine Handlungen überprüfen werden. Und sie mögen Lügner überhaupt nicht, nicht wahr? Wege zum Fragen sind abgeordnetenwatch.de, abgeordneten-check.de und natürlich der direkte Weg per Brief, per Mail, im persönlichen Gespräch. Aktuelle Abgeordnete findet man über beide Portale und über den bundestag.de. Nun, und welche Fragen wollen wir stellen? Naja, richtig harte Fragen. Und die gibt's demnächst hier. Ein Abo schadet also nicht. Bis dahin also, und nicht vergessen, der Schuldenstand wächst und wächst und wächst.